Jo, aber das Problem lässt sich ja auf jeden Fall lösen. Müssen wir mal schauen, wie das sich so weiterentwickelt. So, Flächen sagen sie wieder, nee, ist nicht genug da. Gut, dann würde ich sagen, sparen wir ein bisschen Geld zusammen. Das dauert jetzt ein bisschen. In der Zwischenzeit können wir mal schauen. Da habe ich ja einen Welthandel mit reingebaut, okay. Aber was wir demnächst machen werden, ist dann die Städte, also die Straßen auszuweiten. Ob gleich auf die höchste Stufe, weiß ich noch nicht, aber wir werden schon ein bisschen höher bauen. Oh. Spiel mit dem Feuer. 50.000 ist natürlich nicht schlecht. Wir haben ja auch alles ausgebaut, also dürfte nun mal kein Problem sein. Hoffen wir mal. Probieren wir es mal. Kohle brauchen wir ja sowieso. Ich hoffe, dass es hinhaut. Noch 6 Stunden. Ja, löscht das Haus doch mal. Das Haus ist nebendran und ihr löscht es oder was? So. Ja, jetzt war Stau. Das habe ich natürlich nicht mit angetan. Ne? Ist schon schief gegangen. Verdammt, verdammt, verdammt. Ja, zu viel Stau. Dumm gelaufen. Jetzt haben wir mehr verloren, als wir gewonnen haben. Ja, die Kohle hat schon gelockt, aber irgendwie... Ja, ist in die Hose gegangen. Scheiße, aber auch. Hätte mal lieber sein lassen sollen. Ja gut. Hinterher ist man immer ein bisschen schlauer. Ein Drum haben wir noch, wo wir weghauen müssen. Ah. Okay, das war dann wohl nichts. Wollen wir schon in die Zukunft rein? Ja Leute, was noch ganz wichtig ist, was ich festgestellt habe, wir brauchen auch noch Schulen später. Das auf jeden Fall, weil die müssen ein bisschen mehr gebildet sein, dass wir auch die Gebäude besser bauen können. Ja. Leider. Also werden wir notfalls... Wir müssen Schulen bauen. Bleibt uns gar nichts anderes übrig. So, die Omega-Zentrale, die wollen wir hier hinbauen dann. Später. Und da ja alles mit Wind und so weiter da rüber gehen wird, sollte, dass der Wind hier rüber geht. Ich hoffe, der ändert sich nicht ständig. Ah, gucken wir mal. Wind, du himmlisches Kind, wo bist du? Ah, da. Nein. Doch, der dreht sich auch. Vorhin war es gerade nach oben. Also so geht's eigentlich auch noch. So geht alles zu den Nachbarn rüber. Schön, schön. Ich würde sagen, hier bauen wir dann unser Schulsystem hin.
Da können wir eigentlich auch noch Einwohner hinsetzen, aber das machen wir dann später. So. Ich habe ja gesagt, ich will hier nicht weiter ausbauen, weil ich genau weiß, was ich dann noch brauche. Und glaubt mir, Leute, die Megatürme, die brauchen einen Haufen Platz. Leider. Also müssen wir notfalls sogar noch was wegreißen. Ich würde sagen, wir werden unsere Schulden mal los. Wir tilgen unsere Schulden. So. Wir sind schon mal weg. Heißt, dass wir auch mehr einnehmen. Weil wir keine Schulden mehr zurückzahlen. Ne? 37.000. Jo, auch weg. Haben wir nur noch 31.000. Aber wir machen 4.000 plus. Ja, ist doch schon mal nicht schlecht. Für den Anfang zumindest. Wollen wir jetzt schon anfangen? Wir könnten ja schon mal die Hauptstraße hier ausbauen. Machen wir gleich die höchste Dichte hier. So, dala. Ich würde sagen, davor werden wir aber, glaube ich, unsere Versorgung ausbauen. Denke ich mal. Das hier. So müssen leider zwei Häuser dran glauben, aber... Egal. Wurscht. Aber die Versorgung, die brauchen wir auf jeden Fall. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, ja, größere Dinger zu bauen. Und da müssen wir uns jetzt ganz genau überlegen, wo wir es hinbauen. Ich bin immer noch der Meinung, dass es am besten hier wäre. Mit dem neuen Klärwerk und mit der neuen Wasserpumpe. Wasserpumpe. Ob man hier überhaupt Wasser kriegen will. Nein. Okay. Das würde nicht gehen. Das ist richtig doof verteilt hier. Wir können das höchste hier reinbauen. Dann würde ich sagen, bauen wir das dann da hier rein. Sobald wir genug Kohle haben. Oder? Da wäre es natürlich auch nicht schlecht, aber das Problem ist, dieses Klärwerk, das geht ja wieder alles schön. Ja, in die Bürger rein, dann werden sie wieder krank und das ist auch wieder scheiße. Ach, da ist das meiste Wasser. Mann! Ist doch doof. Ist irgendwie richtig doof gemacht. Feuer und es brennt. Keine Feuerwehr da oder was? Wo bleibt denn meine Feuerwehr? Hier. Hallo. Oh Gott! Scheißstau, Leute. Scheißstau.
Das sind diese Anfangsprobleme von SimCity, der Stau. Und die kriegen wir so nicht gebacken. Oder wollen wir doch davor mit Omega anfangen? Schön wäre es natürlich, aber wir brauchen einen Haufen Wasser dazu. Also ich würde sagen, wir brauchen einen Haufen Kohle. Wir müssen die Sims erweitern. Also wir müssen die größer machen. Das heißt, wir werden jetzt hier mal den ganzen Block hier einfach mal die Straßen upgraden. So. Auf eine weitere Höhe. Dann tun wir hier auch eine Industrie erhöhen. Dass die auch Arbeit finden. So. Dann machen wir das so schon mal und hoffen, dass das hinhaut. Ich will ja nicht so viel hochbauen. Oder machen wir alles auf eine Stufe höher. Ach komm, wir machen alles auf eine Stufe höher. Und upgrade und upgrade und upgrade und upgrade und upgrade. Jo. Dann tun wir die ganze Stadt einmal upgraden. Komplett. Na gut, vielleicht kriegen wir dann das Stauchhaus ein bisschen in den Griff. Aber ich befürchte nicht. Weil dann kommen natürlich höhere Sims. Das ist ganz klar. Noch mehr Stau. Stau, Stau, Stau. Aber wir brauchen ein bisschen mehr Einkommen. Das Ding ist auch, um die Versorgung der Stadt besser auszubauen, bauen wir auch noch das Upgrade für die größere Polizei. Weil bei der größeren Polizei, also beim Polizeistation bei der größten, kriegen wir zum Beispiel die Richterdrohnen. Die Medic-Drohnen kriegt man beim größten Krankenhaus und die wie heißt die anderen Drohnen nochmal? Die Feuerwehrdrohnen, genau. Also die, wo auch Brände löschen können. Also alle Brände. Als Chemiebrand oder so, die können alle Brände löschen, das ist der Vorteil dran. Die kriegen wir dann natürlich mit der größten Polizeistation. Das wird uns natürlich sehr weiterhelfen. Das Problem nur dabei ist, diese große Polizeistation, die kosten Schweinegeld. An Unterhalt sowieso. Also müssen wir das Ganze langsam angehen. Ich bin nochmal als einer, der will am liebsten gleich alles sofort haben, aber irgendwie haut das ja leider nicht hin. Man kriegt ja nicht immer das, was man gerne hätte, sofort. Wenn es so wäre, dann wäre ich schon längst Millionär und hätte mich irgendwo in die Seychelles verkrochen oder
auf die Malediven und da leben. Nächstes Mal. Die Kohle hätte ich ja nicht einmal, also von daher mal abgesehen. Gott. Die Straße auch upgraden. Diese Straße auch upgraden. Dass alles ein bisschen schneller hierher kommt. So. Diese Straße auch upgraden. Haben wir jetzt alle Straßen abgeschildert? Schauen wir mal. Um 1. Ja, sieht so aus. Wunderbar. Jo, dann haben wir zumindest schon mal einen Schritt getan. Würde ich sagen. Auf jeden Fall. Jetzt werden die sich ein bisschen erweitern. Die Kohle wird dann vielleicht auch ein bisschen mehr kommen. Ja. Dann hoffe ich auch, dass das irgendwie so hinhaut, wie ich das mir gerne vorstelle. Aber das kann man ja nie genau sagen, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns echt überraschen. Nö, die Dichte reicht mir erstmal. Ach Leute, ich hab was vergessen. Die Sims entwickeln sich ja gar nicht weiter, ich Idiot. Und wieso nicht? Weil wir die niedrige Dichte haben. Ist nur eine andere Straße, dass es ein bisschen schneller funktioniert. Gott, damit haben wir uns, ja, irgendwie ein Ei gelegt. Gut, dann können wir das so machen, wie wir uns das eigentlich gedacht haben. Dass wir... Dann machen wir das so. Ein Geschäftsviertel, ein Häuserviertel und ein Arbeitsviertel wird höher gesetzt. Und die ersten Hochhäuser kommen schon. Sobald unsere Kohle auch besser wird, ist das natürlich sehr gut. Und es sieht alles so freundlich und schön aus. Warum die meisten Einwohner auf einen Fleck? Häuser wegreißen. Und wieder. Ja, das haben wir irgendwie überall. So. Dann schauen wir doch mal. Ah, da haben wir noch eine Fabrik, die kaputt gegangen ist. Oder nee, ein Geschäft. Ein Brand. Ein Brand, ein Brand, ein Brand. Jetzt haben wir immer noch zwei. Vier. Haben wir einen? Da ist es.
Gut. Und tschüss. Kommt ja ein neuer dazu. Ihr seht, die Stadt entwickelt sich langsam. Und ich entwickle mich auch weiter. Ich lerne ein bisschen was dazu. So. Ich muss jetzt gerade mal schauen. Das sind ein Haufen Einwohner. Wollen wir sie in die Zukunft schicken? Ja. Ich mach das jetzt für euch. So. Seht ihr, was ich meine? Durch die Zukunft. So. Kriegen wir natürlich schöne, schöne Häuser hier. Also schöne neue Straßen, die richtig schön aussehen. Und im Dunkeln sieht es auch richtig cool aus. Und dann haben sie solche Antennen drauf und kriegen Zukunftshäuser. Davon werden wir auf jeden Fall demnächst mehr bauen. Jetzt warten wir noch den Bau von dem Haus ab. Cool, oder? Das sind die neuen Zukunftshäuser. Also ich finde sie stylisch gemacht. Später sehen sie noch geiler aus. Also wenn sie ganz oben sind. Und falls euch was auffällt, warte mal, das kann ich euch hier zeigen. Die Autos haben sich geändert. Sind Zukunftsautos. Ich finde, die sehen echt klasse-mäßig aus. So kleine Smarts oder was das sind. Sau cool. Jetzt haben wir hier so eine kleine Zukunftsviertel. Auf jeden Fall sieht's geil aus. So, ja, Abwasser wird demnächst, glaube ich, auch ein Problem werden. Aber liebe Leute, hiermit verabschiede ich mich mit diesem schönen Bild. Und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß und danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn unsere Zukunftsstadt weitergeht. Und ja, ich muss mich jetzt auf den Weg zur Arbeit machen. Ja, 8-9 Stunden, keine Ahnung. Ich weiß nicht wie lang. Aber lasse ich mich heute überraschen. Und ja, wie gesagt, dann wünsche ich euch allen viel Spaß beim Anschauen. Und man sieht sich beim nächsten Part. Bis dann, euer Blairs Club Member. Ciao und BB.